Hallöchen und herzlich willkommen zu Zenith Part 3, Zenith Part 3, wie auch immer. Wir sollen irgendeinen Laden. Ne, was soll man machen eigentlich? Betrete die Ruinen, genau, das soll man machen. Ah, das sieht doch ruinenmäßig aus, oder? Bist du der Ruinenwächter? Der Landzang-Zonenzugang ist beschränkt. Ah, gut. Also, darf ich da nicht hin? Bist du ein Händler? Nö. Geh mal dahin. Der Tempel könnte gefährlich sein, Argus. Du solltest dir ein wenig Ausrüstung holen, nur für den Fall. Ich habe schon alles dabei. Ja, aber sie haben einen Trankbrauer dabei. Er ist der, Was? Er ist der bemitleidenswerteste, miesesende Haufen am Feuer. Vielleicht, hat er ja Ausrüstung, die du benutzen kannst. Trankbrauer, hat wohl überhaupt keine Ambitionen. Ich weiß, aber vielleicht solltest du dir ein paar Heil- oder Mana-Tränke besorgen, die wirken zumindest. Okay, stimmt schon, ich bin gleich zurück. Na, da gehen wir mal zum Trankbrauer, der da am Feuer rumniest. Bist du das? Ah, Achi! Seid ihr der Trankbrauer? So bin ich. Dir geht's wohl nicht so gut, was? Bei diesem kalten Wetter kann ich's vergessen, diese Erkältung loszuwerden. Was, du kannst doch nicht einmal deine eigene Erkältung heilen? Ihr seid doch nur für rote und blaue Elixiere zu gebrauchen. Ich kann zumindest mal Ich kann zumindest anständig von ihnen leben. Außerdem haben wir andere Getränke, die einem einen kurzen Schub geben. Die trinkt doch niemand. Die heben sich immer alle für besondere Gelegenheiten auf, die niemals kommen. Und meine Enden landen die schönen Fläschchen im Sarg. Das ist wirklich genau mein Problem, dass ich die Sachen einfach nie nutze. Wir haben jetzt diesen Stein und dieses komische, diese Schriftrolle gefunden. Habe ich jetzt noch nicht genutzt. Ob ich sie jemals nutze, warten wir es mal ab. Ist mir egal. Ich mach's eh nur wegen dem Geld. Also kauf was oder lass mich in Ruhe. Na gut. Lass mich einen Blick auf deine Tränke werfen. Gucken wir mal rein. Was hat er denn Schönes? Ah, und jetzt könnte ich hier die Sache verkaufen, oder was? Was bringt das jetzt? Achso, Verkaufspreis 41. Ja, klasse. Was hat er denn da Schönes? Girun-Tour, was auch immer das ist. Was ist hier? Achso, das sind so verschiedene Gürtel und so, oder was? Ferragon. Ach du Scheiße. Zentia, was bringt das Ding? Erderesistenz. Was soll das? Statistiken zu den Gegenständen? Das ist dann genauso wie das, was ich gerade trage, oder was? Ah, da ist noch so ein Ding. Ja. Ah ja, genau. Hier würde ich mehr HP bekommen oder halt eben die Heiltränke kaufen. Jo, kaufe ich mal ein paar. Kaufen wir so. Ja, und so. Jo, verballern wir einfach mal alles. Kann nur helfen. So, fertig. Und weiter geht's. Tschüss. So, wir haben volle Heiltränke dabei. Dann kann's losgehen. Hast du schon mit dem Trankbrauer geredet? Noch nicht, jupp. Gut, dann lass uns gehen. Auf geht's. Juhu. Endlich, wieder ein Abenteuer. Oh, die Brücke, die sieht nicht gut aus. Oh, was ist mit denen los? Oh, nicht schon wieder Gespräche? Nein. Also das ist das Gebäude, das entspricht auf jeden Fall der Legende. Es war fast komplett vom Eis begraben. Wir haben die letzten 5 Wochen mit der Freilegung des Eingangs verbracht. Ah, Cinderia würde das lieben. Schade, dass sie nicht mitgekommen konnte. Sie hat sich heute nicht gut gefühlt. Ist die Prinzessin krank? Ja, die Prinzessin hat einen Kater. Die kleine Göre hatte gestern ein wenig zu viel Spaß. Als wir gegangen sind, hing ihr armer Kopf im kaiserlichen Klo. Cinderia wird nicht erfreut sein, wenn sie herausfindet, dass ihr geliebter Vater solchen Klatsch über sie verbreitet. Ich denke, sie wird darüber hinwegkommen, wenn wir das Zepter finden. Jetzt seid ihr an der Reihe, Mr. Windel. Untersucht die Tür und beweist, dass ihr Herr der Schlösser seid. Oh oh, echt? Dann machen wir das mal. Der Herr der Schlösser, Feuer frei. So, ich rede hier lieber mal sehen. Nur jene mit einem reinen Herzen sollte diese Halle durchqueren.
der übliche Bullshit. Oh nee, Temperus lässt die Gnade der bla 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 entkomme der ewigen Verdammnis. Nee, hier ist es. Finde die Wahrheit in 15,2 und der Weg wird sich öffnen. 15,2 ist die Antwort auf das Rätsel. Ein Psalm aus dem Kodex und Temperus. Es ist definitiv nicht 7,5, deshalb musste ich hier ins Dorf zurück und einen Kodex finden, nicht leicht, in einem von der Homogenie eroberten Gebiet. Heißt das, ihr tragt nie ein Exemplar bei euch? Naja. Oh, das ist nicht der Moment für Moralpredigen, Benjis. Jetzt lest schon das verdammte Ding, Wendell. Ja, mal sehen, 15,2, da ist es. Hütet euch vor Knorrhöhen. Die Krankheit ist gar nicht schrecklich schön. Oder ist gar schrecklich schön, was auch immer. Das steht hier und das ist alles. Wer benutzt Hinweise für die Intimhygiene als Passwort, um in einem heiligen Tempel zu entkommen? Niemand, wie es scheint, da die Tür sich nicht einen Zentimeter bewegt hat. Dürfte ich das Buch mal sehen? Sicher. Was? Oh, ich verstehe, das ist keine... Oh, nee. Nein, es ist die älteste Ausgabe, die bekannt ist. Oh je. Dieser Tempel stand aus der Mythos-Ära, keine Ahnung. Also aus irgendeiner Ära, deswegen kann ich nicht so schnell lesen und 6-mal geändert worden. Ach so, die haben nicht das richtige, die richtige Version. Die da hinten geht schon nach Hause oder was? Was machen die da hinten? Ja, das perfekte Ergebnis. Kirche nie perfekt genug gewesen, was weiß ich. Ja, die anderen hauen ab, die bringen jetzt so ein richtiges. Was habt ihr gefragt? Oh, was ist da los? Gesagt. Argus, reiß dich zusammen. Ach so, die ballern jetzt einfach drauf. Oh ne, ist das so geil. Das ist jetzt nicht wahr. Sehr geil. Oh ne, das ist auch geil. Bitte sehr, Rätsel gelöst. Mensch, die gute Arbeit allerseits. Lasst uns reingehen. Oh nee, das ist echt, also es ist wirklich witzig gemacht, muss ich sagen. Auch wenn ich die Stimmen immer wieder vergesse und so, seht's mir nach, das sind einfach zu viele. Da so durch und dann mache ich das Ganze noch live und kann mir das nicht wieder angucken und hin und her klicken und spulen und machen. Ja, das haue ich einfach so spontan hier raus. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Da kann es schon sein, dass eine und dieselbe Person mal 3-4 Stimmen hat, aber ist kein Problem. So, zum Beispiel der hier, den kann ich mir einfach nicht merken. Kann das wirklich wahr sein? Ist das wirklich das Urteilszepter? Das Urteilszepter, was? Habe ich das richtig gelesen? So eine Pracht, so eine Schönheit, kniet vor der Herrlichkeit eures Herrn nieder. Ich sagte das wirklich nur ungern, Benches. Aber das ist ein einfacheres Lampenkristall. Oh nee. Ihr verdammten Zauberer und euer Leuchtschmuck, woher sollte ich wissen, was das war? Ist wohl eine eingefleischte Angewohnheit von dir, dich gleich vor Dingen niederzuknien, ohne erstmal herauszufinden, was es ist. Oh, böse, böse, böse. Ich weiß, wohin das führt. Hört auf damit sofort. Mund halten, aller Mann, Ruhe. Was ist eure Herrlichkeit? Ich glaube, ich fühle etwas. Ein schwaches Ziehen, aber es ist definitiv hier, wie ein neues Gefühl, das gerade erwacht. Oder ein altes Gefühl, das schon mal da war. Ist das der kaiserliche Blutsbund? Bedeutet das, dass das Zepter in der Nähe ist? Könnte sein, könnte aber auch eine Migräne sein, wir sollten weitergehen. Argus sollte sich einmal umsehen. Ich bin schon dabei. Okay, finde das Zepter, jetzt müssen wir da Gas geben, oder? Gut. Ein Schädel. Kaputte Fußschellen. Eine Kerze. Was soll der da? Die Statue einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Eine Waage, ein Stab eines Zauberers und eine Schriftrolle. Und was ist hier in der Mitte?
Eine Inschrift, schon wieder ein verfluchtes Rätsel. Ruf die Golems. Ich denke nicht, dass die uns hier viel helfen können, Eure Herrlichkeit. Das ist keine normale Tür. Brachiale Gewalt würde wahrscheinlich irreparabel Schaden anrichten. Argus sollte sich einmal umsehen. Lass sie arbeiten, Avalan. Na schön, aber bitte zügig. Ich werde es versuchen. Mal sehen, was wir hier haben. Durch Erkenntnis Erleuchtung, durch Erleuchtung Macht, durch Macht Freiheit, durch Freiheit Gerechtigkeit. Aha. Moment mal. Durch Erkenntnis Erleuchtung, also die Kerze. Durch die Erleuchtung Macht. Die Macht ist dann das Zepter oder was das war, ne? Dürfte es Zepter sein. Durch die Macht Freiheit, das ist die Fußfessel wahrscheinlich. Freiheit, Gerechtigkeit ist die Waage. Durch Gerechtigkeit Tod ist der Totenschädel und dann die Ewigkeit. Ach, das ist die Schlange, okay. Das ist die Treppe, das Mysterium unseres Herrn über die Erhabenheit. Ich weiß, es muss mit den Objekten auf diesen Steinplatten zu tun haben. Ich werde sie mir mal genauer ansehen. Also wie hat's begonnen? Mit der Kerze, nach die Erleuchtung. Ah, Moment mal. Eine Kerze. Da ist ein Knopf, soll ich ihn drücken? Jo. Hä? Boah. Sei vorsichtig, Argus. Verdammt, ich sollte mehr nachdenken, bevor ich irgendwas berühre. Moment mal. Die Erleuchtung. Durch Erkenntnis Erleuchtung. Ach so, nee, also die Schriftrolle zuerst. Ja, ja, ist klar. Also, durch Erkenntnis, bla. So, genau. Durch Erkenntnis, Erleuchtung. Jo. Wahnsinn, wie wir abgehen. Dann kam durch Erleuchtung Macht. Das dürfte das Zepter da hinten sein. Das war doch das Zepter, oder? Jo. Ja, oder jo, Zauberstab halt. Oh, nein. Durch Macht, Freiheit ist die Fußfessel. Jo, Freiheit, Tod, oder was weiß ich. Nee, machen wir alles so nacheinander. Nein, nicht der Schädel, nein. Nein. Und zwar hier. Kaputte Fußschellen, Freiheit, jo. So sieht's aus. Nein. So, durch Macht, Freiheit, durch Freiheit, Gerechtigkeit. Dann kommt die Waage. Also Waage, Gerechtigkeit, Waage, Tod und dann die Ewigkeit. Die Schlange, gut. Also, Waage. Möchte ich klicken, ja. Dann kommt der Tod. So, so ist das. Und dann kommt die ewige Schlange, die sich ewig in den Schwanz beißt. Wahnsinn. Es ist der Burner. Jawohl. Sind wir Rätsellöser? Das sollte genügen. Und das war interessant. Gut gemacht, Vertex. Danke, Citerion oder wie auch immer. 50 Gold. Du kannst die Gefahr und bist trotzdem weitergegangen. Ein wahrer Infinigon-Magier. Eine kleine Belohnung für dich. 50 Gold. Es sieht jedenfalls so aus, als hätten wir hier ein Zauberbuch. Was steht darin, Vertex? Ich guck mal gerade rein. Kurzen Moment, bitte. Sprich die Worte und öffne den Pfad zu... Was? Dojurgen, wenn du das Zepter des Urteils dein nennen willst, dann sind da ein paar alte Runen. Soll ich sie vorlesen? Nag. Was? Dojurg? Ach so, Quatsch. Dojurg, der Zermalmer, das ist ein Dämon aus der Mythos-Ära, glaube ich. Es gibt keine alten Dämonen mehr, Benchis. Und selbst wenn es so wäre, haben wir ein ganzes Bataillon da draußen, ganz zu schweigen von Arkumen. Sprech die Worte, Wendell, und öffnet die Geheimtür. Also gut, wird schon schief gehen. Otkin, Ataref, Utalk. Otkin, Ataref, Utalk. Oh. Scheiße, das ist keine Tür. Argus. Ein Portal, wie ist das? Möglich. Nein! Was jetzt? Das Buch ist weg. Und der Typ auch. Ihm hinterher, wir müssen den Ablauf nochmal wiederholen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Die Feuer in den Steinplatten brennen noch.
Überlass das mir, ich denke, ich habe eine Idee, aber wir müssen uns beeilen. Ich werde eure Hilfe brauchen, Kaiser. Hm. Wo sind wir jetzt gelandet? Bumm, auf der Fresse. Oh oh. Hm. Fantastisch, absolut fantastisch. Ihr könnt mich mal, ihr alten Tempelbauer. Normale Türen wären wohl unter eurer Würde gewesen, was? Hm, wow, ein Skelettfestival. Das kommt dabei heraus, wenn man seine Türen mit Rätseln versiegelt. Jeder kommt durch. Weiß Gott, wo ich bin. Ich denke, die anderen werden mich nicht finden können. Deshalb werde ich wohl alleine weiter müssen. Mal sehen, was diese leuchtenden Runen da drüben sagen. Echt? Was für leuchte Runen? Ich sehe keine. Ich sehe nur hier einen Speicherkristall, den ich da mal nutzen werde und dann einfach mal hier abspeichere. So, leuchtende Runen meint er da auf der anderen Seite, oder was? Da gehen wir mal dorthin. Ich wäre gerne hingegangen. Was jetzt? Jetzt kommt der Endboss, oder was? Beunruhigend. Sehr beunruhigend. Hallo? Besorgniserregend. Sau geil. Oh ja, alarmierend. Und jetzt? Erster Bosskampf, oder was? Ernsthaft? Können wir einfach abhauen? Oh nee, der kommt rüber. Oh oh. Oh oh, nee, 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 kein Bock. Nee, bleib ganz locker, bitte. Kann ich einfach... Oh nee, oh ja, genau, der haut böse zu. Was ist denn da mit der Musik? Oh oh, ich glaube, wir haben ganz wenig Chancen nur. So, jetzt kann ich vielleicht angreifen. In dem Moment... Moment mal, was macht der da? Was macht denn der? So, gib mir Lebenspunkte oder irgendwas ähnliches oder Erfahrungspunkte. So, dann looten wir die mal. Ist das jetzt ernsthaft so gemein? Kann ich hier irgendwas machen in der Zeit? Nö. So, jetzt wird es vielleicht mal Zeit, die Schriftrolle zu lesen. Ja, dann kann ich so eine Stoßwelle machen. Ah, und die kann ich dann immer wieder machen. Ah, das ist ja mal interessant. Ah, gut zu wissen, klasse. Also kann ich da so Zauber ausrüsten praktisch. Ach, ich habe die ganze Zeit Zauber dabei. Das ist ja mal nett zu wissen. Feuerball. Oh je. Feuerball. Oh, nicht treffen lassen wäre so eine Idee. So, bam, heilen. Und jetzt kriegt ihr mal Feuerbälle ab ohne Ende. Bam, so sieht es nämlich aus. So, treffen wir auch. Das sind doch Treffer, oder? So, magische Eigenschaften sind schon mal geil. Das ist schon mal richtig sinnvoll. So, das rettet uns hier nämlich gerade der Arsch. Definitiv. Feuerball, bam, bam, bam. Super geil. So, was ist da mit dir, Jüngling? Oh, der hat schon ein bisschen Lebenspunkte verloren, wenn ich das da oben richtig sehe. So, da komm mal her. Nein, springen. Achso, springen. Hä, kann ich da nicht mehr ausweichen? Kostet mich das auch Ausdauer oder Magie oder so? Nö, ne? Gott sei Dank haben wir hier... Stoßwelle, nein. Mach doch mal eine Stoßwelle. Oh, bringt gar nichts. Die Musik ist so geil. So, trinken wir mal einen Mana-Trank und dann geben wir mal hier Gas. Als weiter drauf auf ihn. Gott sei Dank haben wir das mit dem Feuerball jetzt rausgefunden, dass ich da immer wieder ballern kann. So, die normalen Ads, die haue ich so weg im Nahkampf, aber ansonsten wird hier Feuerball genutzt. Und einen Heiltrank nutze ich auch mal, weil da habe ich hier neue Cooldown-Zeit dann, die jetzt zum Beispiel noch läuft, was voll nervig ist. Oh, das ist aber echt gar nicht mehr so unhart, ne? Musik ist echt super geil. So, laden wir mal kurz ein bisschen Mana auf und rennen hier vorbei. Hm, komm, Schlag, jawohl, sehr schön. Nein, oh, das ist dämlich, was ich da mache. So, jetzt kann ich schon mal kurz angreifen, oder? Ja, damit würde ich schon ein bisschen mehr Schaden machen im Nahkampf, aber oh, ich denke mal, jetzt ist halt relativ wenig. Feuerball. Bam, so sieht's aus. Und wegmetteln. Jawohl. So. Feuerball. Heiltrank vielleicht gleich wieder nutzen. Bevor da irgendwas schief läuft. Heiltrank ist genutzt. Mana-Trank ist auch genutzt. Dann können wir weiter Gas geben und den da richtig einheizen. Sehr schön. Ah. So, das ist definitiv schon mal festzustellen. Wir müssen Fernkämpfer werden. Weil gegen solche Gegner dann richtiges Timing im Ausweichen alles zu finden bei so Spielen, das ist immer schwierig, behaupte ich mal. So, dann rollen wir mal hier durch die Gegend. Autsch. Hm.
So, super geile Treffer gelandet. Soll ich den vielleicht auf meiner Seite besiegen? Oh, es wird egal sein, oder? Bäm, geben wir einfach Saures. Jawohl, tschüss. Jetzt bist du nicht mehr so stark und so mächtig, was? Oder doch? Was ist jetzt los? Hä? Jetzt sind wir der dunkle Dämonenmann. Oh, nee. Das ist billig. Scheiße. Bumm. Da kommt er. Oh, nee. Jetzt, da ist er. Gib ihm nicht den Geist. Gib jetzt nicht den Geist auf, Windel. Laden. Kommt die jetzt her? Und das war jetzt einfach eine doofe Seitentür. Komm, sag's mal jetzt. Das wird wahrscheinlich echt so sein. Arkanologe, finde das Artefakt wieder. Das war knapp. Wir haben schon das Schlimmste erwartet, als du in das Portal hineingezogen wurdest. Es geht mir gut. Wie habt ihr mich gefunden? Der Kaiser hat gesagt, dass er das Zepter fühlen kann. Er hat uns in die allgemeine Richtung gewiesen und wir haben angefangen, die Wände mit dem Golem anzureißen. Manchmal ist eben brachiale Gewalt die Lösung. Da habt ihr schnell geschaltet. Habt mir wahrscheinlich den Arsch gerettet. Ich sag's ja, das war genauso, wie ich gesagt habe. Einfach 2-3 Räume weiter war ich dann. Das ist so sinnlos. Wie ungünstig. Jetzt muss ich den Ruhm teilen. War das ein Witz, Mordi? Hätten nicht gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Hättest du auch fast nicht. Nun, da Windel wieder da ist und wohlauf ist, kann er uns vielleicht mit diesem anderen Inschrift helfen. Das Zepter muss hier in der Nähe sein. So ist das. Gut, alles klar. Und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Da bin ich mal gespannt, wie wir hier weiter klarkommen. Und wir sind immer noch nicht ein Level aufgestiegen. Das geht echt super zäh voran. Aber warten wir mal ab, bis es soweit ist. Ich denke mal, bald wird es so sein. Jo. Super geil, super geiler Übergang. Jo, nee, ich freue mich auf den nächsten Part. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und die Klicks, Kommentare und so weiter. Ich schreibe gerne zurück und bin da gerne aktiv. Und freue mich da, was von euch zu hören. Jo, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.